Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Wir fahren auf alle Gefahren, nur auf sich selbst gestellt zu überstehen. Muss einsam leben und mit den Jahren auch an sich selbst zugrunde gehen. Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Und sind heute auch keine Sorgen, und es sind keine Antwort mehr. Dann sei mir da, schon trage ich morgen an allen, wenn nur noch allzu schwer. Und lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Fühle ich mich nicht allein. In der Länder. Ich bin in der grünen Jugend und aktiv im Kolbenbühl. Hier an der Stelle möchte ich gerne liebe Grüße ans Kollektiv senden. Also ich möchte euch heute Abend ein bisschen was erzählen über meine Gedanken und meine Gefühle zur Kernkraft. Das erste Mal von der Kernkraft gehört habe ich, da war ich noch ganz klein. Da hat mir mein Papa davon erzählt, von einer Katastrophe in Tschernobyl. Und da war die gerade 15 Jahre her, das war vor 10 Jahren etwa. Und Papa hatte versucht, mir das mit den Strahlen zu erklären. Dass man mich nicht sieht, dass sie aber überall sind und dass die super gefährlich sind. Und dann habe ich Angst bekommen vor diesem allgegenwärtigen Etwas, das ich sehen will, nicht höre, nicht fühle, nicht rieche und von dem ich eigentlich gar nichts weiß, außer dass es überall ist. Und dass es gefährlich ist. Mittlerweile weiß ich wesentlich mehr über Strahlung, aber die Angst habe ich eigentlich nie, bin ich nie losgeworden. Als ich dann zum ersten Mal gehört habe, dass da ein Erdbeben in Fukushima war, dass da ein AKW beschädigt worden ist und dass es möglicherweise eine Kernschmelze geben könnte, da war sie wieder da, die Angst. Und sie war wesentlich konkreter als früher. Ich kann einfach nicht verstehen, wie diese Gefahren, ja diese tödlichen Tatsachen, wie das jemand kalt lassen kann, wie man sowas ignorieren kann, wie man trotzdem so stumpf auf der Kernkraft beharren kann. Oder die Argumente für die Kernkraft, jedem, der sich etwas mit dieser Sache wirklich auseinandersetzt, als willkürlich und falsch erscheinen müssen. CO2-freier Atomstrom, ja klar, wenn ich die Lagerung des Atommülls nicht beachte, die vermeintliche Wiederaufbereitung vergesse, Transportemissionen vernachlässige, den Uranabbau und die Anreicherung ignoriere und vielleicht noch den aufwendigen Bau eines solchen Reaktorkomplexes vernachlässige. Stimmt. Dann könnte Atomstrom tatsächlich emissionsfrei sein. Aber faktisch ist das schlichtweg falsch. Weniger Atomstrom? Stimmt. Die Subventionen der Bundesregierung machen diesen Strom billig. Aber auch nur, wenn man nicht bedenkt, dass der Staatshaushalt mit unseren Steuermitteln bezahlt wird, dass die AKW-Betreiber meine Schulbücher bekommen und den Kita-Platz von meiner Nachbarin. Atomkraft schafft Arbeitsplätze? Wahrscheinlich stimmt es. Aber wer sagt denn, dass es ohne Kernkraft keine Arbeitsplätze mehr gibt? Auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien werden wohl genauso viele Arbeitsplätze geschaffen werden, wenn nicht sogar mehr. Und diese Arbeitsplätze werden weitaus sicherer sein, als die in einem Kernkraftwerk. Und wer diesen Nervenkitzel braucht, der kann ja gerne noch bis in 20 Jahren einen der abgeschalteten Reaktoren bewachen, in Asse oder in Lubmin, mit Atommüll kuscheln, in Tschernobyl oder Fukushima in einem der havarierten Reaktoren arbeiten
oder beim Rückbau der abgeschalteten Reaktoren hierzulande enden. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Gestern habe ich einen Zeitungsartikel entdeckt. Die Überschrift war, also war auf der Titelseite, ein nicht kalkulierbares Risiko für die Sicherheit. Immer mehr Politiker fordern Stilllegung des Kernkraftwerks Fessenheim. In dem Artikel ging es darum, dass immer mehr Politikerinnen hier aus der Region und aus den angrenzenden französischen Regionen fordern, die Stilllegung des Kernkraftwerks umgehend einzuleiten, es dauerhaft stillzulegen, da ein Weiterbetrieb im Interesse der hier lebenden Menschen nicht verantwortbar sei. Es läge in einer der seismisch aktivsten Zonen in Deutschland und Frankreich und sei weder gegen einen Flugzeugabsturz noch gegen einen terroristischen Anschlag ausreichend gesichert. Wenn es dann um den Terror geht und die möglichen verheerenden Folgen eines solchen Anschlags auf ein AKW, frage ich mich immer, wer ist denn jetzt eigentlich schlimmer? Der Terrorist, der eine solche Möglichkeit tatsächlich nutzt, oder die Politikerinnen und AKW-Betreiberinnen, die eine solche Möglichkeit überhaupt erst schaffen? Solche Artikel über Politikerinnen und Privatleute und Wirtschaftsmenschen, die sich gegen die Atomkraft aussprechen, das sieht und hört man mittlerweile immer öfter. Man könnte fast schon glauben, dass sogar die CDU einlenkt. So hat zum Beispiel die Kanzlerin, unsere Frau Merkel, kurz vor der Wahl in Offenburg auf einer Wahlveranstaltung gesagt, sie sei froh, dass die Katastrophe in Fukushima ihr und ihrer Partei Dinge ermöglicht haben, die zuvor so für sie nicht möglich gewesen wären. Meiner Meinung nach ist es ein Armutszeugnis, wenn die deutsche Politik erst wieder eine Katastrophe braucht, um sich über solche lebenswichtigen Dinge Gedanken zu machen. Es ist traurig, sagen zu können, dass ich mit meiner Angst vor der Atomkraft immer recht hatte. Tschernobyl, Harrisburg, Three Mile Island und gerade jetzt auch Fukushima haben uns gezeigt, dass das Restrisiko keine abstrakte Idee von verrückten oder pessimistischen Professoren ist, sondern grausame Realität. Ja, eigentlich ist es super. Einführung oder inhaltliche Beschreibung von dem, was wir jetzt eigentlich vorhaben, der Arnold und ich. Ich glaube, es ist jetzt die 9. oder 10. Mahnwache, die wir hier machen. Wir sind hier immer noch eine relativ große Gruppe, obwohl das Thema eigentlich kaum noch diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Wir haben jetzt mal überlegt, hier wurden viele Worte gesprochen, wir möchten euch jetzt mal auch beteiligen, uns den Initiatoren. Stellen wir wieder die Frage, wie machen wir eigentlich weiter? Die Mahnwachen sind, denke ich, ein sehr wichtiges Zeichen, aber wie kann sich das auch vielleicht in einer politischen Aktion noch weiter umsetzen? Wir sind da offen. Wir haben deshalb gesagt oder uns überlegt, dass wir mal Plakate auslegen und euch und Sie bitten, einfach mal aufzuschreiben, was Sie noch für Ideen haben. Sollen wir weitermachen mit diesen Mahnwachen? Welche Ziele gibt es da? Das wäre ein Plakat und das andere Plakat, mein, wir machen das ja hier vor dem Rathaus. Vielleicht gibt es ja auch von uns Bürgern Wünsche an Politiker. Hier ist ein Briefkasten. Hier ist ein Briefkasten und wir haben gesagt, wir möchten mal an Politiker einfach unsere Anregungen auch schicken. Die Käthe hat schon gesagt, dass es hier in der Ortenau sehr viele Städte gibt, die sich kritisch mit Fessenheim auseinandersetzen. Vielleicht wäre das sowas ja auch eine Forderung hier mal an den Stadtrat. Und wir möchten bitten, dass Sie jetzt einmal auf das Plakat von mir aus rechts aufschreiben, wie soll es weitergehen? Was gibt es für Ideen? Wie sollen wir weitermachen mit diesem Mahnwachen? Und auf dem linken mal aufschreiben, was wir eigentlich als Bürger, als Demokraten von Politikern einfach fordern. Beteiligt euch. Wir haben Stifte. Der Arnold hat mal 2. Ich habe auch noch 3 oder 4 bei mir in der Tasche. Und dann gucken wir mal, was da zusammenkommt.
Ich möchte noch kurz was sagen. Mein Bruder und ich, wir haben Sonnenblumensetzlinge gezogen. Und falls jemand von euch eine haben möchte, da vorne stehen die, ihr könnt euch einfach welche wegnehmen. Irgendwo in den Garten setzen oder irgendwo in der Stadt, auf so eine Verkehrsinsel oder so, ein bisschen gießen. Und dann werden die ganz groß und ganz schön und ganz gelb und dann leuchtet unsere Stadt ein bisschen mehr. So, bitte schreiben. Alle. So. Ich möchte mal an der Stelle jetzt einfach was sehr Persönliches sagen, ob die Politik darauf auch reagiert. Arnold, habe ich jetzt irgendetwas vergessen? Ja, also der Patrick hat vorhin alle erwähnt, bloß sich selber nicht. Also er gehört auch zu dieser Mahnwache, auch zu den treibenden Kräften. Ich denke, er hat auch mal an dieser Stelle einen Applaus verdient. Noch die Jessica einfach noch loben und danken. Ich denke, das ziehen wir heute einfach vor. Sie macht es immer ganz toll und ich finde das auch gut, dass sie weiterhin uns zur Verfügung steht. Ja. Ja, dann als nächstes, wir haben zwischenzeitlich, wir wollten auch extra ein Zeichen für Aachen setzen. Wir haben hier Aufkleber, wo unser Bündnis draufsteht und Aachen. Wenn jemand Lust hat, für 80 Cent könnt ihr das erwerben zum Selbstkostenpreis. Und ich denke, es ist einfach auch schön, wenn wir für Aachen hier auch Zeichen setzen und Flagge zeigen. Ja. Ich habe auch noch ganz kurz was für euch. Und zwar zum einen war ja am Samstag diese Anti-Atom-Demo in Offenburg bei Eberhard und noch ein paar hier vom Bündnis. Wir waren anwesend und haben da Feste mit demonstriert und geschrien, deswegen sind manche vielleicht teilweise auch noch ein bisschen heißer. Wir haben auch viele Atommüllfässer gebaut und vom CDU-Büro aufgestellt. Da gibt es auch Bilder, wer die haben möchte, kann die auch gerne haben. Das Anti-Atom-Demo, was muss denn noch passieren? Rund 60 Atomkraftgegner zogen am Samstag von der Innenstadt zum Wahlkreisbüro von Finanzminister Wolfgang Schäuble. Der Widerstand gegen die Atompolitik lässt nicht nach, auch in Offenburg nicht. Kundgebung vor dem Rathaus und einem anschließenden Marsch zum Wahlkreisbüro des Finanzministers und Offenburger Bundestagsabgeordneten Wolfgang Schäuble haben über 60 Kernkraftgegner am Samstag gegen die Energiepolitik der Bundesregierung protestiert. Es war das Wochenende, an dem aus verschiedenen Gründen 13 von 17 Atomkraftwerken in Deutschland stillstanden. Jessica Meudenthaler ist extra aus Aachen gekommen.
Sie organisiert ab jeden Montag die Mahnwache. Klaus Michael Ganter verteilt Flugblätter und wirbt für sein Unternehmen, das sich für Ökostrom stark macht. Fahnen werden geschwungen. Auf der Treppe vor dem Rathaus türmen sich kleine Dosen mit dem Atomstrom-Emblem. Am Stand gibt es Sticker mit dem Slogan Atomkraft, nein danke, zu kaufen. Kurz nach 10 Uhr greift Martin Stein zum Megafon. Der Mann aus Appenweier, der für die Grünen im Gemeinderat sitzt, ist einer der Organisatoren der Umgebung, die im Rahmen der bundesweiten Dialogwoche des Netzwerks Campaign and Action stattfindet. Er freut sich über den Zuspruch an diesen herrlichen Frühsommertag. Dass sich unser Volksvertreter Herr Schäuble der Diskussion nicht stelle und schweige, mache den Widerstand umso nötiger. Wir fordern, die Atomkraft endgültig abzuschalten und endlich den Weg für erneuerbare Energien freizumachen. Die schwarz-gelbe Bundesregierung mache nicht nur weiter Atommüll, sondern bezeichnet die Atomkraft uneinsichtig als Brückentechnologie. Es fehlen nach wie vor konkrete Ausstiegsfahrpläne. Die Regierung spielt weiter auf Zeit. Stein bezichtigt die Atomkonzerne, Lügen, Halbwahrheiten und Drohungen zu verbreiten. Es würde die alte Angst geschürt, dass in Deutschland die Lichter ausgingen, wenn auf Atomstrom verzichtet werde. Auch das Gerede von steigenden Strompreisen diene vor allem der Panikmache. In Wirklichkeit schwächt die Stilllegung der Atomkraftwerke nur das Monopol der vier Stromkonzerne. Die Bevölkerung werde für dumm verkauft. Die Energiewende ist auch ökonomisch ein Gewinn, betont Stein und verweist darauf, dass jede Investition in Wärmedämmung und erneuerbare Energien Arbeitsplätze schaffe und zusätzliche Steuereinnahmen generiere. Dies alles zeigt, dass eine sofortige Energiewende nötig und auch möglich ist. Die Bürgerinnen und Bürger seien nicht machtlos, sondern könnten bei Wahlen Denkzettel verteilen und den Stromanbieter sowie die Bank frei wählen. Wenn wir unser Erspartes in Windkraft und Photovoltaik investieren, haben wir nicht nur Gewinne, sondern eine nachhaltige Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder. Stein zeigt sich optimistisch, dass eine wirkliche Energiewende von unten möglich sei, wenn möglichst viel Energie gespart und das technische Know-how für Energieeffizienz eingesetzt werde. Nutzen wir die Gunst der Stunde, schalten wir die Atomkraft endgültig ab. Eine etwas kleinere Gruppe zog anschließend über die Wasserstraße und die Vogesenstraße zu Schäubles Wahlkreisbüro, wo der Protest mit einer Abschlusskundgebung endete. So viel zum vergangenen Samstag. Und der kommende Samstag, da findet ja in Freiburg auf dem Stühlinger Platz direkt hinter dem Bahnhof diese große Kundgebung und die Demo statt. Ja, 13 Uhr Stühlinger Kirchplatz. Wer sich uns anschließen will, der würde uns um 11.15 Uhr am Bahnhof in Aachen treffen. Es besteht die Möglichkeit, gemeinsam dann Baden-Württemberg-Tickets zu kaufen, die gelten für Personen. Das wären dann ca. 6 Euro pro Person. Ja, genau, das wär's. Danke. Einer, einen haben wir hier noch vergessen, der im Hintergrund einen Dienst macht, der aber sehr, sehr wichtig ist, der Klaus Huber, der einfach eine ganz tolle Pressearbeit organisiert. Und das ist ein ganz schöner Applaus mehr, weil es ist ein sehr mühseliges Geschäft und vor allen Dingen, es läuft einfach sehr zuverlässig. Ja, und ich weiß, was das bedeutet, ja, sowas immer zu schreiben, zu veröffentlichen, Kontakte zu halten. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön. Ohne dieses Engagement wäre es sicher so auch nicht gegangen, dass das so ein Bewusstsein drin bleibt. Wir lassen jetzt einfach mal die Plakate noch liegen. Wer noch was draufschreiben will, bitte draufschreiben. Wir sollen die da noch ein bisschen hoch machen, damit man es noch aufnehmen kann. Ja, in diesem Sinne sage ich einfach Tschüss, bis nächsten Montag. Euch haben wir ganz vergessen, euch auch noch zu danken. Hannes Wader ist natürlich immer richtig klasse. Ja, vielleicht kommt noch Hannes Wader. Ja. Kommt noch Hannes Wader. Ey, richtig gut. Ja, freuen wir uns. Und das schließt es einmal ab. Ja, wir haben Hannes Wader gewählt. Das erste Lied, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen, gibt mir und der Babs Kraft. Das zweite Lied erzählt auch, hat sie im Hipnet ein Gedicht gemacht, Leben einzeln und frei. Hannes Wader hat es vertont. In diesem Gedicht, in dem Lied, wird vom Widerstand gesprochen, von langen Atem, dass wir viel Kraft brauchen für langen Widerstand. Und ich denke, dieses Bündnis hat aufgezeigt,
die vielen Mal machen, wir haben die Kraft und wir werden durchhalten. Das Lied Leben einzeln und frei. Sag, bist du bereit, dich mit aller Kraft zu wehren, viele Kämpfe zu bestehen. Was gut genug, bist du uns an langen schweren Weg gemeinsam mit uns ziehen. Oder willst du deine Kraft verschwenden, im Alleingang gegen eine ganze Welt? Und zum Schluss in trauriger Legende dazu stehen als gescheiterter Held. Leben einzeln und frei, kein Baum und dabei, du erwischst wie ein Wald, diese Sehnsucht ist all. Sie gibt uns Halt in unserem Kampf gegen die Dummheit, den Hass, die Gewalt. Gefährten im Zorn, wir Gefährten im Streit, uns kämpft die Vernunft und die Zeit. Sag, bist du bereit, mit aller Kraft zu wehren, viele Kämpfe zu bestehen? Du hast Mut genug, so unser langen Schweren, die gemeinsam mit uns gehen. Wir so mit uns gehen, den Sieg entgegen, komm, wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Wird sich von selbst nach vorn bewegen. Darum zählt doch nur das, was wir tun. Wenn einzeln und frei, wie ein Baum und dabei, brüderlich wie ein Wald, diese Sehnsucht ist frei. Sie gibt uns Halt in unserem Kampf gegen die Dummheit, den Hass, die Gewalt, die Gefährten im Zorn. Kannst du das nicht irgendwie von der Lehrlinge lassen? Ja, schon wieder. Weil, weil das Lied ist so hoch. Aha, schon. Unbewusst. Ihr könnt ja was dazu sagen, wenn ihr möchtet. Wir sind gegen Atomkraft schon. Ja, das ist schon klar. Und für was werden jetzt die Sonnenblumen gesetzt? Die symbolisieren unsere Anti-Atomkraft-Sonne. Und sie sind schön und groß und gelb und binden CO2. Okay. Hallo Zita. Was? Das war ein schönes Blümchen. Was ist das? Was für ein? Eine Sonnenblume, eine strahlende. Was sind das? Und wofür ist die denn da jetzt? Für die Sonne Energie. Leuchtkraft und ein Symbol. Das wünscht uns ein strahlend freies Wohlbefinden. Das ist aber schön. Das gab es bei der Mahnwache hier. Ja. Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Wir fahren auf alle Gefahren, nur auf sich selbst gestellt zu überstehen. Muss einsam leben und mit den Jahren auch an sich selbst zugrunde gehen. Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Fragen fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Weil sich heute auch keine Sorgen und denkt sich keine Antwort mehr. Dann sei mir da, schon trag ich morgen an allem Leben nur noch halb so schwer. Und lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.